Neu Techpark in Bozen. Ein 12 Hektar großes Areal, das in den nächsten 15 bis 20 Jahren konstant entwickelt werden soll. Ab 2018 werden etwa 60 Unternehmen dort ihren Sitz haben. Zudem arbeiten dort die Freie Universität Bozen, EURAC Research, Fraunhofer Italia, die Klimahausagentur, das Versuchszentrum Leimburg und die Eco Research GmbH sowie BLS, IDM und LVH APA. Große Eröffnungsfeier für die Einrichtung, die in den nächsten Jahren wohl der Bezugspunkt für Forschung und Entwicklung auf europaregionaler Ebene sein wird. Landeshauptmann Arno Kompatscher hat die Unterstaatssekretärin Maria Elena Boschi in Bozen begrüßen können. Für die Unternehmen stehen Innovationsservices und eine Infrastruktur für Forschung und Entwicklung zur Verfügung. Vor allem rund 30 Labors. Heute ist es soweit, wir können den Technologiepark neu offiziell eröffnen. Es ist auch wichtig zu betonen, dass es gelungen ist, sei es den Zeitplan als auch das Budget voll einzuhalten. Es hat also keine Mehrkosten gegeben. Hier werden künftig viele private Unternehmen zusammen mit den Forschungseinrichtungen, mit der Universität, die Strukturen nutzen können, 30 Laboratorien, aber vor allem viel Know-how, um ihre Produkte weiterzuentwickeln, ihre Prozesse und entsprechend auch erfolgreicher am Markt sein zu können. Das bedeutet hochqualifizierte Arbeitsplätze, nicht nur hier im Park, sondern vor allem in den vielen Unternehmen. Die Forschungsschwerpunkte liegen dabei auf Südtirols Schlüsselbranchen, grüne Technologien, alpine Technologien, Lebensmitteltechnologien sowie Automation. Unterstaatssekretärin Maria Elena Boschi hat von einer Südtiroler Spezialität gesprochen. Durch sie kommt neue Dynamik in eine nachhaltige Entwicklung. Es wird der Natur Aufmerksamkeit geschenkt und gleichzeitig wächst die Wirtschaft. Der neue Techpark stelle laut Maria Elena Boschi eine Idee von Wachstum dar, welche die Vergangenheit, dieses alte Industriegebäude, mit den Technologien der Zukunft verbindet. Der neue Techpark ist somit der Kristallisationspunkt der Bemühungen, Südtirol durch strategische Investitionen zu einem relevanten Innovationsstandort zu machen. Diese Aufgabe kann durch die Lage Südtirols am Schnittpunkt der Kulturen nur erleichtert werden. Das Besondere bei diesem Technologiepark ist, dass hier drei wesentliche Akteure zusammenwirken. Das sind zum einen die innovativen Unternehmen, die Forschungsinstitute und die Universität. Und sie nutzen hier drei Elemente des Technologieparks. Zum einen die Labors, wir haben über 20 Labors hier. Sie nutzen die Services und eben die Tatsache, dass es hier kluge Köpfe gibt. Die wirken zusammen, das heißt, jeder stärkt sich gegenseitig und damit steigt deren Wettbewerbsfähigkeit und die des Landes Südtirol. Auch der Name des Techparks ist nicht zufällig gewählt. Neu heißt Natur und Entwicklung zusammenbringen, heißt aber auch Einbindung der unterschiedlichen Akteure in das Projekt. Öffentliche Forschungseinrichtungen, innovative Unternehmen, Labors angewandter Forschung und natürlich die gesamte Stadt. Das ist heute ein historischer Tag für die IDM Südtirol. Wir werden der Betreiber sein des Technologieparks. Und das große Ziel des Technologieparks ist es, Universität, Forschung und Wirtschaft zusammenzubringen. Das soll wirklich der Humus werden, also die Basis werden für Innovation in Südtirol. Großer Wert wurde auch auf die architektonische Gestaltung des neuen Techparks gelegt. Ein Mix an neuen und alten Elementen macht es möglich, dass der Techpark zu einer Art Innovationsviertel wird, in dem die Industriegeschichte der Stadt sich widerspiegelt. Gleich am Eingang ist der alte Wasserturm zu sehen, der zu einem Kunstwerk geworden ist. Mit nächtlicher Beleuchtung glaubt man, auf dem Set einer Filmproduktion zu sein. Dieser Technologiepark ist für Südtirol sehr, sehr wichtig. Er soll ein Zentrum für Forschung und Innovation sein. Es soll eine Möglichkeit des Austauschs zwischen Universität, Forschungsinstitute und Betriebe werden. Alle weiteren Infos zum Neu-Techpark kann man im Internet unter neu.bz.it finden.